sie warten auf die Dinge, die da kommen werden. Wir haben heute tiptop Seafood gekauft. Jetzt kommt es raus, ob der auch zu essen ist. In Form von einer Fischsuppe. Das geht natürlich wieder für vier, oder? Die Fischsuppe des Vögi. Seht ihr euch? Mit riesigen Resten. Oder wenn es ausgefressen ist, dann gibt es ein bisschen Speck am Bauch. Du machst jetzt deine beliebte Marinade für unser Steak. Jawohl. Kannst du kurz erklären, wie die sich etwa zusammensetzt? Oder? Ja, das ist. Ich habe jetzt ein bisschen Knoblauch. Dann habe ich Zwiebelsalz. Und dann habe ich noch so eine Gewürzmischung, eine australische, die ich ein bisschen genommen habe. Und jetzt kommt dann noch Pfeffer dazu und noch ein bisschen Kräuter. Eine australische Kräutermischung. Ähnlich wie Meurthe de Provence. Aha. Das Ganze kommt noch eine Schuss Olivenöl und dann kommt noch ein schwarzer Pfeffer dazu. Ist das ein spezielles Olivenöl da? Das Olivenöl ist ein australisches Olivenöl. Sehr gute Qualität vom Mert. Und mit dem Riechen rühre ich eh nochmal. Marinade hat den Vorteil beim Fleisch, dass die Marinade dran ist, können wir nämlich die Fleugeregel nicht mehr. Das ist lustig. Bis jetzt die immer pflegen, bis die Marinade dran ist, sie kommen und dann sind sie nicht mehr gekommen. Die Teigwaren sind also vom Hause abgewogen. Portion für die, für den Hause und ein bisschen grösser für mich oder umgekehrt. Ich weiß aber nicht so genau. Tomatensauce zu den Teigwaren. Knoblauch. Knoblauch. Und Salz. Die sieht aber wunderschön aus da. Das ist ein Lädeli von Calvary da aus einem kleinen Supermarkt. Hier unsere Hot Chili Sauce, Döner Kebab Stil, aber abgeändert mit Knoblauch dazu da. Jetzt tun wir da so ein Stückchen, ein bisschen Sauce nehmen, ein bisschen Avocado. Mm. Fein. Mal den Deckel aufzunehmen und ein bisschen schauen, was da drin kommt. Oh! Sieht auch ausgezeichnet, exzellente, ja? Italienische Karte. Das ist schon für Gesundheit und Verdauung und so weiter. Ein Drittel für mich, zwei Drittel für ein Hause. Es ist unglaublich, welche Mengen von dem grünen Futter das du biegen kannst. Das Resultat scheint zu munden.